Oh, Abend, ihr Lieben. Es geht auf einen abendlichen kleinen Overnighter und zwar mit relativ hohem Stealth-Faktor. Und ja, wenn euch das interessiert, bleibt da dran. Und ansonsten wie immer weiterklicken. Ja, und jetzt marschieren wir erstmal noch ein paar Kilometer. Bis später. Jo, ihr Lieben, ich bin endlich angekommen, habe hier eine schöne Senke gefunden, in der ich relativ heimlich lagern kann. Sprich, ich habe ein niedriges Profil, fall dadurch nicht auf und kann Feuerchen machen in der Kuhle. Das fällt noch weniger auf, beziehungsweise ich werde auch nur ein kleines Feuerchen machen. Aber letztendlich, der Boden hier ist richtig schön feucht, matschig, so soll es sein. Anders würde ich kein Feuer machen. Ja, aufbauen und dann quatschen wir weiter. Dann können wir ein bisschen zusammen Bushbox TV gucken. Ich werde ein bisschen was Leckeres gucken. Ja, dann sehen wir weiter. Bis später. Jo. Der Biwaksack steht. Das Tarp hängt auch. Licht habe ich auch aufgehangen. Wird Zeit, ein bisschen Holz zu machen. Und ja. Eieiei. Schauen wir mal. Ja, da ist der Fokus von der Kamera. Ja, letztendlich hier sehr spartanisch aufgebaut. Nichts Besonderes. Ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen abspannen hier. Ganz klassisches Setup. Also jetzt hier nichts Besonderes. Ich denke, man erkennt ein bisschen, das ist der Poncho-Tarp, ein bisschen nach oben abgefangen. Da fängt die Mulde an. Ich bin am Rand der Mulde mit meinem Biwaksack. Sprich, in der Mulde selber mache ich das Feuer. Da ist auch kein Tarp mehr. Hier kommt noch eine kleine Abspannung rüber. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, da ist auf jeden Fall mein Lager. Es ist verdammt gut getarnt. Also DPN-Camo funktioniert echt hier im deutschen Wald, gerade wenn Laub liegt, erschreckend gut. Genau da ist der Tarp gespannt. Ja, ihr Lieben, Handschuhe an und dann wird Holz gemacht. Ihr solltet generell nie im Dunkeln oder generell auch, scheißegal welche Tageszeit es ist, arbeitet nie ohne Handschuhe. Ehrlich, das ist das Beschissenste, was euch passieren kann, wenn ihr euch im Wald verletzt. Ich meine, ich habe jetzt nicht so weit, aber es muss nicht sein. Deswegen Safety first. Leute, verschiedene Holzsorten gesägt, Hartholz, Birke und alles Kropfzeug, was hier tot rumlag. Ja, jetzt Füße lang machen, einen Schluck getrunken gerade. Ja, tiefschwarze Nacht, jetzt baue ich den Hobo auf. Ich habe auch nur den Kleinen dabei. Ich bin ja auch nur alleine unterwegs. Was brauche ich da? Ein Riesenfeuer. Ne? Werde ich mir ein kleines Feuerchen jetzt gleich anmachen. Wird hier sicher ein, zwei Stunden reichen. Mehr will ich gar nicht. Und dann werde ich mir jetzt erstmal was Leckeres kochen. Ja, Handschuhe solltet ihr immer anhaben. Habe ich gerade noch gesagt. Ne? Unverbesserlicher Möb. Sag ich nur. Ja.
Ja, ich nehme auch keinen Beil mit, weil ich das eben halt mit dem Nachbau von diesem Puma-Automesser, mit so einem kleinen Hobo braucht man kein Riesenholz. Und ich möchte eh nicht so viel auffallen, deswegen reicht so ein kleines Öfchen noch und nöcher. Das Feuerchen brennt. Und jetzt kann man einfach die Seele baumeln lassen. Es wird auf jeden Fall kalt. Und ich bin aber gut ausgerüstet. Ich meine, allein der Biwaksack brauche ich nicht viel drüber zu erwähnen. Das Ding ist bombensicher, damit war ich schon im Schnee, etc. Also da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, dass das nicht funktioniert. Ja, und außerdem ist man ja auch nicht weit von zu Hause. Das ist das Schöne, wenn man so ein Wäldchen in der Nähe hat. Muss nicht immer das große Abenteuer sein, kann auch mal einfach nur das kleine, entspannte Abenteuer sein. Ja. Ja. Aber der Tarnwert vom DPM ist Hammer. Also das ist echt Hammer. Hätte ich nicht teilweise Reflektoren hier an meiner Zeltstange, die ich also an meinem Trekking Pole, den ich benutze, ich hätte mich zwei, dreimal echt, wäre ich vorbeigerannt an dem Ding. Naja, aber so soll es sein. Jo, Flammenspiel einmal für die Augen und Flammenspiel einmal für den Bauch. Ich mache mir jetzt ein paar Würstchen, die brate ich mir schön. Da habe ich mir noch von zu Hause ganz einfaches Brötchen mitgenommen. Das kommt da rein und dann gibt es lecker Essen. Ja, so viel zum Thema Ausrüstung. Wir leben in einer Zeit, wo es geiler ist, neue Sachen zu kaufen, anstatt das zu benutzen, was man hat. Das ist für mich so ein bisschen bitteren Nachgeschmack hat das. Ich mache hier zum Beispiel, ich habe hier eine olle Brotdose. Da benutze ich den Deckel als Bratpfanne. Das funktioniert acht rein. Und das mache ich nicht das erste Mal. Und dadurch, dass ich das mache, habe ich eben halt einen Ausrüstungsgegenstand, den ich nicht neu kaufen muss. Ich war am Überlegen, ob ich mir noch eine große Pfanne hole oder so, aber brauche ich gar nicht. Funktioniert astrein hier. Ja, ihr Lieben. Machen wir das mal so. Dann seht ihr mich auch ein bisschen besser. Brötchen aufschneiden. Dann kommen hier zwei leckere knusprige Brödels rein, Würstels rein. Und dann sage ich, wo du bekommst. Ja, Käffchen kochen, den Abend gemütlich ausklingen lassen und einfach nur Zeit haben. Das sind so die besonderen Dinge im Leben. Ah, die Beine lang machen.
primär brauche ich zumindest draußen nicht. Nehmt halt eine sehr einfache Ausrüstung, ein bisschen was zu essen. Muss kein Hightech sein. Klar, gibt viele schöne Dinge, die man sich kaufen kann. Aber ob die das wert sind, ist eine andere Sache. Gebt euer Geld lieber für andere Sachen aus. Glück sollte man aus dem ziehen, was man hat. Ob es jetzt Familie ist, Ausrüstung, die man hat. Ein leckeres Brötchen. Mehr braucht man nicht. Und diese Konsumgeilheit, die wir mittlerweile echt hier in dem Land haben, oder auch gerade in der Bushcraft-Szene, ist teilweise erschreckend. Da wird dann immer wieder der Neueste geholt. Ich merke es ja selber auch. Ich versuche es zu unterbinden. Da wird das x-te Messer geholt. Das, keine Ahnung, 20. tolle Tab und alles andere verstaubt im Keller. Ist ja nicht so, als ob ich das nicht kenne. Eigentlich totaler Schwachsinn ist. Wir leben in einer Zeit, wo keiner mehr wirklich was ausprobieren will. Jeder will nachlesen, jeder will alles sofort wissen, jeder glaubt durch Lesen alles zu lernen, was eigentlich Quatsch ist, weil spätestens wenn man sich das Wort Erfahrung mal durch den Kopf gehen lässt, ist man sich im Klaren darüber, dass Erfahrung heißt, dass man es erfahren hat, erlebt. Und das sind so Punkte, komische Zeit. Ne? Immer weniger Leute gehen raus. Ist gefährlich. Im Wald, um Gottes Willen. Da sind ja wilde Tiere. Oder was ist, wenn dir was passiert? Was soll mir denn hier passieren? Ein Baum kann mir auf den Kopf fallen, ja, das kann passieren, das stimmt. Liegt aber dann daran, dass ich vorher nicht drauf geachtet habe, wo ich lagere. Und wenn man das nicht lernt, klar, dann kann einem der ganze Mist passieren. Aber man kann nur lernen, indem man rausgeht. Ne? Und Ausrüstung an sich sollte eigentlich die Erweiterung des eigenen Seins sein. Sprich, jeder ist anders, jeder nimmt andere Dinge mit. Ganz logisch. Ne? Gibt keinen Schuh, der allen passt. Definitiv nicht. In dem Sinne, guten Hunger. Das sind die Schnecken, die platzen. Ja, Spaß beiseite, hier sind überall Schnecken. Und ich glaube, da war gerade eine dran. Es ist schön, der Wind geht leicht durch die Bäume. Man hört ab und an Tiere durchs Unterholz streifen. Ansonsten himmlische Stille. Und das
ein paar Kilometer von zu Hause entfernt. Ja, das genieße ich. Ach ja, wirklich jetzt hier so eingemummelt auf dem Biwaksack. Guck noch ein bisschen ins Feuer. Wir haben erst 9 Uhr, aber ich bin tierisch müde. Aber ich habe das immer so, wenn ich im Wald bin. Oh, dann fährt alles runter und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Einfach nur mal so den eigenen Rhythmus zu haben. Weil zu Hause, klar, ne, da machst du Licht an, machst einfach dein Ding weiter. Und hier im Wald, ja, dein Körper merkt das, dass es dunkel ist. Ne? Jo. Ja, jedenfalls, bevor ich noch im Bett gehe, lade ich noch meine Geräte auf, sprich die Taschenlampe über USB-Powerbank. Damit die quasi wieder voll ist. Und ja, das mache ich aber ganz bewusst, damit ich nicht über Nacht die Powerbanks quasi durchlaufen lasse, weil das macht keinen Sinn. Lieber mit vollen Geräten über in die Nacht hinein und dann erst wieder quasi am nächsten Tag bewusst laden. Macht einiges aus, gerade sag ich mal auf längeren Touren solltet ihr das auf jeden Fall berücksichtigen, dass ihr da eure Geräte auch echt nur dann lädt, wenn sie geladen werden müssen. Sprich, ein volles Gerät muss nicht geladen werden. Und so eine Erhaltungsladung kostet natürlich der Powerbank auch Energie. Ne? Ah ja. Der Papi erzählt, wa? Ja, ihr Lieben. Man geht raus, um Ruhe zu haben und eigentlich nicht, um sich gegenseitig irgendwie zu übertreffen. Oder irgendwelche Männlichkeitsbeweise. Natürlich hat das was Männliches an sich und Archaisches, ein Mann draußen im Wald zu sein, aber im Endeffekt ist es zumindest für mich Entspannung. Und das ist pure Entspannung. Einfach nur Ruhe zu haben, alleine zu sein. Auch die Einsamkeit zu spüren. Mal zu merken, was es heißt, Gemeinschaft zu schätzen. Bei mir ist es immer so, wenn ich dann draußen bin, denke ich viel über meine Familie nach, über meine Frau, über meine Kinder. Und in den Augenblicken weiß ich die wieder zu schätzen. Weil wenn es gut ist, dann zieht sie nämlich im Herzen. Ne? Und das sind so Sachen. Ich glaube, so Ausflüge, so kurze oder auch längere, die zeigen mir immer wieder, wie viel Glück ich im Leben habe. Und für mich ist das immer ein Geschenk, das wieder neu gezeigt zu bekommen. Vom Leben selbst jetzt. Ja. Und es gibt einen Spruch und der ist auch wahr. Und damit möchte ich jetzt auch, sag ich mal, diesen Abend schließen und auch meine Aufnahmen beenden für heute Abend. Wir sehen uns dann erst wieder morgen früh. Der besagt: Einsamkeit reinigt das Herz. Bleiben nur die wichtigen Dinge drin, meine Freunde. Und in der Hinsicht. Moin. Na, ich habe ganz hervorragend geschlafen. Wir haben gerade 6 Uhr in der Früh. Ist auch beabsichtigt. Ich hatte mir einen Wecker gestellt, weil ich nicht zu viel von dem Tag darauf verlieren möchte. Und außerdem möchte ich ungesehen hier wieder quasi rausgehen.
sprich nicht gesehen reingehen und ungesehen wieder rausgehen, beinhaltet natürlich den Abbau im Dunkeln. Gibt Schöneres, aber muss man eben halt so machen. Ne? Und weil wir natürlich keine Spuren hinterlassen, machen wir das hier auch alles schön ordentlich wieder weg. Also erstmal ein Käffchen und dann geht's wieder zum Zusammenpacken. So, alles ist gepackt, noch richtig schön kalt und zurück geht's. Ich habe jetzt auch, weil es so richtig schön knackig kalt ist, das Poncho-Tarp noch drüber gezogen. Und ja, jetzt marschiere ich einfach quasi schnurstracks den Weg Richtung Heimat. Aber ich bin richtig gut aufgeladen, fühle mich frisch. Wahnsinn, könnte man glatt meinen, das war irgendwie so ein Kraftpunkt oder so. Das ist geil. Auf jeden Fall immer schön zu sehen, dass solche Orte, die man dann auf Karten findet und die einen schon tagelang interessieren, so tolle Energie in sich bären. Geil. Ja, ich danke euch für eure Zeit und werde jetzt Richtung Heimat stapfen. Wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.